zurück in Kapitel 2. Ich würde sagen, wir gehen dann direkt mal weiter. Ich merke nur auf YouTube, jeder fragt mich, wie sind die Geh nach, Einstellungen? dass du nicht stolperst. Ich Du liebe kannst diesen alles Reif. sehen? Das kann doch nicht wahr sein. Hör mir zu, Frey. Woher weißt du, wie ich heiße? Uns eint ein Band. Ein Band? Wie jetzt? Was denn für ein Band? Wieso ich, verdammt? Das ist... Nein! Hau ab! Bind dich los! Wie du siehst, sind wir beide unzertrennlich. Und nur du kannst mich hören. Stopp! Halt den Rand! Das ist doch völlig irre! Frey, beruhige dich. Du musst mir zuhören. Ja, jetzt kommt der Nein, ich muss Drache. nur eins, rausfinden, wie ich heimkomme. Ich wollte dort weg, ja. Es war falsch. Es war so Der aussichtslos. Drache kommt jetzt Nun, hier. die Aussichten hier sind auch nicht gerade rosig, fürchte ich. Was soll das heißen? Jetzt kommt der Drache. Still! Was? Entdeckung! Ist das ein verdammter Drache? Er darf dich nicht sehen. Ach, echt? Wir sollten auch aufbrechen. Aber das Ding ist da draußen. Keine Chance. Die Bestie ist sicher schon über alle Berge. Und außerdem... Was? Früher oder später wirst du etwas essen müssen. Okay. Und wie genau kommen wir jetzt hier raus? Die beste Option wäre es wohl, an jener Mauer hochzuklettern. Und da, wo der Drache ist. Einfach und zu hast du die Gelegenheit, deine Pause einzulegen und treibt die letzten Ereignisse durchzugehen. Wähle dann einfach ein Thema aus, um es anzusprechen. Okay. Hey, Ralf. Was Wir sind bist also du? eine Bande. Uns eint ein Bahnt. Von mir aus, wir kleben aneinander, aber wie passt du ins Bild? Ins Bild? Wer bist du? Ich bin, was du siehst. Spitze! Und mehr verrätst du mir erst nach der Werbepause, oder was? Ich verstehe nicht. Ist schon gut. Wie bist du überhaupt in diesem Ramschladen gelandet? Gute Frage. Das wüsste ich auch gern. 120 Ich weiß FPS. nur eins. Bevor ich in deine Welt kam, war ich hier in Ethia. Im Ernst? Das heißt, es ist deine Schuld, dass ich hier gelandet bin. Verleumdung! Ich hatte nichts damit zu tun. Ich bin genauso begierig darauf zu erfahren, was uns hierher gebracht hat, wie du. Religiöser Kontinent in einer anderen Welt, der gleichzeitig atemberaubend, schön und zutiefst beunruhigend ist. Ein dichter, unheilvoller Nebel umgibt mittelalterlich anmutende Bauwerk und trägt zur fremdartigen Atmosphäre bei. Und als wäre das noch nicht Beweis genug dafür, dass Fry weit weg von zu Hause gelandet ist, gibt es hier noch gefährliche Monster, gegen die sie kämpfen muss. Ah ja. Ja gut, das haben wir schon. Wie bist du ein Ahrreif geworden? Sag mal, warst du schon immer so? So? So ein quatschender Schmuck. Nein, ich glaube nicht. Was weißt du denn noch? Ich bin hergereist. Ethia ist nicht meine Heimat. Ich bin hier fremd, wie du. Als ich hier eintraf, herrschte Streit zwischen den Tantas. Den Tanten? Tantas. Die vier äußerst mächtigen Herrscherinnen Ethias. Jede von ihnen besaß eine Gabe. Das heißt, Magie oder sowas? Wenn du damit die Fähigkeit meinst, mich in ein unbelebtes Objekt zu verwandeln, dann ja.
mächtigen Zauberin, die einst über die über die vier Reiche herrschten. Jede verkörperte eine andere Tugend. Von der Herrschaft Stil geprägt wurde. Das Volk Athias verehrte die Tantas und lebte unter ihrer Obhut in Wohlstand. Aber Reif zufolge war nicht alles so harmonisch, wie sie oberflächlich den Anschein hatte. Ah ja. Ich soll ihm mein Handy zeigen. Was um Himmels Willen hast du da in der Hand? Nein, Smartphone. Ist für Nachrichten, Anrufe, Spiele, Videos und für Selfies und... Wo hat die ein Handy in der Hand? Ich hab nebenbei nicht vor, dir irgendwas davon zu erklären, also frag gar nicht erst. Ich weiß, was ein Selfie ist. Echt jetzt? Jetzt kommt's. Nein. Was kann das Ding denn sonst noch? Es hat auch GPS, was mir normalerweise verraten würde, wo ich gerade bin. Und wo bist du? Irgendwo zwischen Fegefeuer und Hölle. Was hat es dir gesagt? Oh ja. Das Handy hilft. Bert, wie soll denn das Handy mehr helfen? Über wichtige Dinge laufen, so zumindest ist es dafür gedacht. Zusätzlich ist es hauptsächlich mit kindlichen Fotos von Oma gefüllt. Leider scheint aber kein Mobil. Ja, welch ein Wunder, dass da kein Netz ist. Oh, aber ich kann die Kamera benutzen. Juhu! So, jetzt sind wir fertig. Ah, es geht weiter. Wow, scheiße, was war das? Eins meiner Talente sozusagen. Da vorne scheint eine Siedlung zu sein. Vielleicht können wir dort rasten. S-Kompass. Reif besitzt viele Kräfte. Unter anderem kann er den Weg zum nächsten Zielort weisen. Wenn du seine Hilfe brauchst, dann halte Steuerkreuz nach oben gedrückt und er zeigt dir die Richtung, wie es weitergeht. Diese Funktion ist manchmal nicht verfügbar. In solchen Situationen wird ein entsprechendes Symbol angezeigt. Und woher weißt du das? Was bist du? Darf ich mich mal bewegen? Die Fähigkeiten sind schier grenzenlos. Schließlich bin ich eine Armberge. Aha. Armberge. Das Land heißt Athia? Jenun. Jenun? Aber du meintest... Athia. Erstmal gucken, was sonst hier ist. Jenun, kleines Land. Jenun gehört zu Athia. Verstehe. Wie New York City und der Staat New York. Genau. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung, was Nuark ist. Bis jetzt läuft es flüssig. Nö, nicht Nuark. New York. Nu was? Nur der ihr Laufstil ist so komisch. So. Ha? Weganzeigen gibt es auch nicht mehr. Da wurde einmal angezeigt. Nö, mehr geht nicht. Jetzt wird die doch angegriffen. Deshalb, ich wollte gestern nicht zu viel sehen. Hey! Na, du Kleines? Vorsichtig. Na komm, nicht so schüchtern. Im Ernst, tu das nicht. Ziehen wir einfach weiter. Warum hast du denn so Schiss vor dem kleinen Viech? Wow. Ups. Mein erster Eindruck auf Trüg. Das sagst du mir jetzt? Shit! Na, steh nicht dumm rum. Biken dankte besonders. Warte mal. Biken dankte des besonderen Band, das mit Reif verbindet. Mächtige Angriffszauber einsetzen. Drücke RT. Weil ich spiele auf den Xbox-Controller. Für einen schnellen magischen Angriff und halte die Taste gedrückt, um mehr Kraft zu sammeln. Verschiedene Angriffszauber sind verfügbar. Halte RB gedrückt, um ein Menü zu öffnen, in dem du zwischen ihnen wechseln kannst. Ah ja. Was zum? Jetzt nur keine Panik. Das war einfach. War ich das? Nun, ich war nicht ganz unbeteiligt. Das war doch nicht ich. Nein, wir. Das war beschissene Magie, Mann. Vielleicht hat unser Band gewisse Fähigkeiten geweckt, die... Ich bin eine scheiß Magierin, oh Mann. Ich höre immer nur ich. Ich bin eine scheiß Magierin, ich fass es nicht, Mann. Ja, okay, das ist mein neues Leben. Ich kann Magie mit einem Abreif reden, krasse Viecher umlegen, weißt du was? Bald kann ich fliegen. Oh, bitte, jetzt übertreibst du aber.
Ach, tu ich das? Ich kenne ja die Regeln nicht. Wenn du diese neuen Fähigkeiten meistern könntest, mit meiner Hilfe, versteht sich, dann... Hast du meinen glorreichen Sieg etwa nicht gesehen, Bruder? Oh, ich bin hier, ihr Möchtegern-Monster! Heißer Abwehrkräfte. Ralf kann dich beangucken, schützen, damit du weniger Schaden nimmst. Er verteidigt dich ohne dein Zutun, aber du solltest deinen Trefferpunkt im Auge behalten, denn auch Ralfs Möglichkeiten sind begrenzt. Okay. Indem du Gegner besiegst, verdienst du Erfahrungspunkte. Wenn du genug davon gesammelt hast, steigst du eine Stufe auf. Unterwegs kannst du auch andere Weise Erfahrung gewinnen. Zum Beispiel in Missionen. Finde einen Ort zum Ausruhen. So, was sagt uns jetzt das Schiff? Was ist mit den Viechern hier los? Sie wirkten tatsächlich irgendwie verändert. Das wirft die Frage auf, was wohl für diese Mutation verantwortlich ist. Ja, das ist doch wohl nicht normal. Ja. Materialien sammeln. Artia ist voller nützlicher Ressourcen wie Erz, Heilpflanzen. Du musst nur wissen, wo du dann noch suchen musst. Sie werden hier bei deinem Abenteuer äußerst nützlich sein. Also greif zu, wenn du fündig wirst. Juhu, Farmen! Was ist das? Ah, sammelt der automatisch auf? Ja. Ich glaube, das kann man doch einstellen, oder? Irgendwo hat. In der Demo habe ich schon gesehen, konnte man es einstellen. Schütteln, bla 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 bla. Das war schön als beim Alten. Zielhilfe, bla bla bla. Ich bin nur Schadenausdauer, ja. Wir werden automatisch neue Zauber ausgewählt, den Abklingzeit gerade nicht. Gott, du kannst sogar automatisch ausweichen machen. Aber warum nicht? So, besser weiter im Text. Was ich so helfen kann, er mir jetzt immer noch nicht. Ich drücke Steuerkreuz auf Kreuz nach oben, der macht nichts. Alles klar. Ich weiß, mein Weg geht daher, aber ich will natürlich ein bisschen erkunden. Ah, siehst du? Bisschen gucken, was links ist, was rechts ist. Darf ich hier runter? Oh ja. Bei Wegfall? Wort gehört. Alles klar. Ah, noch ein Himmelskerl. Ja. Schuss, Sprengschuss, Schildschuss. So, jetzt hier oben. Haben wir das schon?
noch Viecher rumschördert. Schief. Welcher Ausschuss, bla bla bla. Komm, ich freue mich, sind über jedes Kraut hier. Ja, die wachsen da. Wachsen ja auch. Okay, das sind solche dran. Das Himmelskern, Bruchsplitter sind kristallisierte Konzentrationen des Bruchs, die vom Körper der Gebrochenen nie vollständig absorbiert werden kann. Mein Lieber. Dieser kleine Kern. Okay. So, warte mal, noch was. Gegner, ja, unsere kleinen Schuhzünde. Früher haben wir gesehen. Ist auch klar, wissen wir. Kompass wissen wir auch, Erfahrung wissen wir auch. Charaktere. Das ist nichts Neues. Verschlungene Kisten ist nichts. Okay, nochmal zum Mitschreiben. Ich bin also an einem Ort, der nicht gerade meine Welt ist. Hier gibt es verdammte Drachen. Und. Oh ja, ich red mit einem verfickten Reif! Armberge. Der mit seinem Armberge. In den Kisten ist schon mal nichts. Heiltrank. Freier kann Heiltränke benutzen, um ihre Trefferpunkte aufzufüllen. Wenn ihre Trefferpunkte auf Null sinken, ist das Spiel vorbei. Also vergiss nicht, den Trank einzunehmen. Einmal tot muss eigentlich schon mal sein. Das fühlt sich so komisch an. Es scheint eine Art perfides Miasma in der Luft zu liegen. Okay, Kommando zurück. Aber es scheint überhaupt keine Wirkung auf dich zu haben, oder? Außerdem sehe ich wenig Nutzen darin, kehrt zu machen. Also dieses Miasma, was ist das genau? Eine ziemlich mysteriöse Sache. Ich vermute, dass es die Ursache für das sonderbare Aussehen der hiesigen Fauna ist. Und wieso tut es mir dann nichts? Gute Frage. Könnte es vielleicht daran liegen, dass du dir so einen hervorragenden Reisegefährten ausgesucht hast? Nö, eher nicht. Ganz bestimmt. Yoshido Performance. Nichts als Ruin. Hier war wohl schon eine Weile niemand mehr. Frag mich, wie lange hier schon alles verfallen ist. Ich kann mich wieder nicht bewegen. Uns besser woanders um. Mit Reifskräften kannst du Gegner und Gegenstände in deiner Nähe ordnen. Das ist praktisch, um frühzeitig herauszufinden, wie das Bast dich hinter der nächsten Ecke erwartet. Also ganz ohne. Die Funktion, die hätten sie rauslassen können. Weil dadurch ist das Erkunden wirklich fast langweilig. Na guck, du siehst, dass da was ist. Man will doch selber entdecken. Hier ist es kühl und warm gleichzeitig. Und was heißt das nun genau? Ach, vergiss es. Unterstützungsmagie. Unterstützungsmagie hat eine Vielzahl an Effekten, die im Kampf das Blatt zu. Boah, diese Musik! Das Blatt zu deinen Gunsten wenden können. Manche lästigen Flinggegner musst du bremsen oder sogar ganz stoppen, bevor du sie angreifen kannst. Unterstützungsmagie macht es möglich. Setze deinen aktuell ausgewählten Unterstützungszauber mit LT ein oder drücke LB. Boah, dieser Ton.
um ein Menü zu öffnen, dem du einen anderen Zauber auswählen kannst. Beachte, dass du nach dem Einsatz eines Unterstützungszaubers eine Weile warten musst. Okay, abbringt Zeit, bis du ihn erneut benutzen kannst. Du kannst aber den Vorgang durch einen erfolgreichen Treffer mit Angriffsmagie beschleunigen. Hab ich dich. Das ist unsere Chance. Ha! So viel zu frische Luft und blauer Himmel. Ich wollte an einen besseren Ort fliehen und wo bin ich gelandet? Hier ist es noch 10-mal schlimmer. Oh, du Ärmste. Ja, da runter. Okay. Fallschaden gibt's nicht. Das ist aber eine interessante Route. Verdammt, wir kehren besser um. Ah, darf ich nicht hierher? Bist zu weit von deinem Zielort weg? Okay. Gut, kann sein, weil es Tutorial ist, dass man deshalb nicht so weit weglaufen soll. Zeigt aber schon mal, die Welt ist offen. Also, du musst halt nicht wirklich jede Ecke erkunden. Du gehst halt einfach hin. Jetzt kommt der erste Boss. Klein. War ja klar, dass die Bestien mit der Zeit größer werden. Ich Glückspilz. Und Unterstützungszauber-Einsatz wird deine Schubmagie nach oben und nach und nach aufgeladen, sodass du schließlich einen besonderen mächtigen Zauber wirken kannst. Mit RTLT, wenn deine Schubmagie aufgeladen ist, um ihn zu entfesseln. Wenn du den richtigen Zeitpunkt wählst, kannst du damit alle Angreifer auf einen Schlag vernichten. Ah ja. Stufe aufgestiegen kannst und hast Mana verdient. Damit kannst du einen neuen Zauber lernen. Öffne dazu das Hoppen und wähle Magie aus. Oh je. Hier kannst du Mana verbrauchen, um neue Zauber zu erlernen. Du erhältst Mana, wenn du eine Stufe aufsteigst und findest manchmal auch unterwegs welches. Gib deinen Fertigkeiten einen neuen Zauber hinzu, halte A gedrückt, um ihn zu erlernen. Ach, das ist der schnelle Lauf. Frage drückt halt. Und. Ah. Hübsch. Danke, Professor. Du sollst mich Armberge nennen. Klar. Armberge. Reif. Klar. So, jetzt. Shit! Diesmal wäre es ratsam, wegzulaufen. Ach was. Ups. Magischer Parcours. Du hast die Fähigkeit Lauf freigeschaltet, die es dir ermöglicht, den magischen Parcours zu nutzen.
Mit ihrer Hilfe kannst du deinen Feinden davon sprinten und dabei automatisch niedrige Hindernisse überwinden. Halte L, B gedrückt und ist ja, boah, ganz komische Kombi. Okay, das ist der Hammer! Sieh dir diese Sprünge an! Sehr beeindruckend. Pass nur auf, dass du vor lauter großen Sprüngen nicht hops gehst. Ich laufe wie der Wind und das ohne müde zu werden. Bitte, lass es dir nicht zu Kopf steigen. Vorsicht! Schiss, jetzt mal geht's. Das war knapp. Wo zum Teufel sind wir? Mal so schubweise. In einer wichtigen Stadt, nehme ich an. Hallo? Jemand zu Hause? Meldet euch, falls mich jemand hört. Totenstill. Dann lass uns weitersuchen. Und du solltest vielleicht Ausschau nach einem Ort zum Rasten halten. Sehen wir uns dort um. Zielort einstellen. Unterwegs auf freiem Feld ist es leicht, sich zu verlaufen. Ja. Wenn man das Spiel noch nicht kennt. Markiere daher Zielort auf der Karte, damit Ralf dir helfen kann, den Weg zu finden. Die Markierungen werden dir außerdem am unteren Bildschirmrand angezeigt. Öffne das Open und wähle Karte aus, um dir einen Überblick über Gelände, Gebäude und andere spezielle Zielorte zu verschaffen. Gewährt einen Überblick über Umgebung und Position im Zentrum. Auch deine letzten Bewegungen werden angezeigt. Okay. In der Nähe gibt es einen Ort, wo du wohlverdiente Rast einlegen kannst. Setze mit A eine Zielmarkierung, um die Navigation zu erleichtern. Jetzt alle viel selber gemacht. Erkundung im magischen Parcours. Der magische Parcours erlaubt es dir, deine Umgebung mit akrobatischer Leichtigkeit zu erkunden, hohe Gebäude in Sekundenschnelle zu erklimmen und Hindernisse mühelos zu überwinden. Halte doch mal L und B gedrückt und finde heraus, wie es in Jonhorns, dieser Name, gell? Jonhorns, zu entdecken gibt. Jetzt, wo du über diese Fähigkeit verfügst. Ist denn jetzt gar keiner mehr hier? Kritisch treffen. Wenn du einen nichtsahnenden Gegner überrumpelst oder einen Treffer von der Seite oder von hinten landest, gelingt dir manchmal besonders ein kritischer Treffer. Blablabla. Danach sieht es zumindest aus. Vielleicht hat die selbst in der Luft die Leute dazu bewogen, freundlichere Gegner zu suchen. Hoffentlich. Dann werden sie wenigstens noch erreichen. Als Verschwendung. Aber hier ist noch mehr. Was ist hier nur passiert? Dass niemand da ist, ist das eine, aber alles ist so strange. Vielleicht hat es mit den seltsamen Kreaturen zu tun, die hier herumstreifen. Und? Kriegen wir mal besonders gut? Voll oder was? Boah, halt. Ich spüre Feinde in der Nähe. Sei auf der Hut. Jetzt mal guck ich, was ja, hier ist. Ja, Augen auf, schon kapiert. Das nehme ich mal mit. Jetzt lag er. Erstmal die Stadt ein bisschen erkunden. Ja, Gegner. Da waren wir schon drin. Komm ich da durch? Das Wetter hier ist ja ganz schön wechselhaft. Da passt sie nicht durch. Ist die Landschaft auch so abwechslungsreich? Ja, ich schätze, alles hat seine guten Seiten. Ja. Ein Strahlstein noch.
Hä, wo wird mir denn der Quatsch da wieder angezeigt? Da kommst du noch gar nicht hin, Leute. Okay, zeig mir was, was keine absolute Zeitverschwendung ist. Selbst ich kann keine Wunder bewirken. Jetzt sei nicht undankbar. Angeblich bekämpft man fliegende Gegner am besten, indem man sich selbst gen Himmel aufschwingt. Echt jetzt? Dann schmeiß ich dich nächstes Mal hoch in die Luft. Nur schade, dass wir untrennbar verbunden sind. Na guck, wie soll ich denn dahinter kommen? Das war's. Hallo. Och, die bleiben angezeigt. Das lief gut. Kannst du laut sagen, jetzt ist Schluss mit dem Gehibbel. Ist noch ein gutes Stück, oder? Nicht mehr allzu weit. Ja, geh wieder runter. Ah, noch ein Nadelstein. Es scheint kein Ärger zu drohen. Fast langweilig, oder? Solange du da bist, ist mein Bedarf an Ärger gedeckt. Okay. Ich wette, das ist selten. So, da oben ist noch was. Ein bisschen Strahlstein. An den Kisten wäre ich doch alles vorbeigerannt. Auf den Balkon Nein! Ja. Ohrenstein. Siehst du immer von dem Sonne nicht? Du mir weismachen, das wäre deine einzige Option. Noch eine alte Münze. Und wenn schon, du spürst es sowieso nicht. Du schwimmst wohl gern. Mir persönlich liegt es nicht. Danke. Ist mir auch gar nicht egal. Willst wenn du überlegst, dass so GTA später aussehen kann. Sehe ich aus, als hätte ich Kleider zum Wechseln?
So, jetzt haben wir hier das nächste Highlight. Die kommen schon da. Ich muss sagen, der Booster, der gefällt mir gefühlt noch gar nicht. Ist alles so ein bisschen... Wow. So, die Kiste haben wir auch. Immer noch besser als nichts. Lass mich das beurteilen. Oh, ist das? Sieh nur, dort drüben. Okay, okay. Ich gehe ja schon. Das ist hinter der Wand. Die Kiste habe ich schon. Kiste. Oh, mein Rücken bringt mich noch um. Du hast gar keinen Rücken. Oh. Ich wollte nur plaudern. Warum soll man da hin? Du wirst dich verteidigen müssen. Mach ich, und zwar mit dir. Nicht unmittelbar in Gefahr. Hoffen wir, dass es dabei bleibt. Das kann ich. Nee. Zumindest mal jetzt noch nicht. Ich habe das ja schon gesehen, dass sie sich mit der Dings hochziehen kann. Ach, da ist noch eine Kiste. Lol, habt ihr einfach gesehen. Ah, noch ein Bornstein. Zu sein. Tja, ist echt nett hier. Bestimmt war es das früher einmal. Fröhliche Gesichter überall. Ich kann es mir bildlich vorstellen. Verdammt, hier hat echt alles einen Bruch. Man könnte es wohl durchaus poetischer beschreiben, aber ja, in der Tat. Der Bruch. Die Welt, in der freigestanden ist, wirkte zum ersten Blick menschenleer. Gebäude liegen in Trümmern, bösartige Monster streifen durch das wüste Land. Daher taucht das seltsame Phänomen, das die Ursache dieser Probleme zu scheint. Der Bruch. Der Bruch ist schuld. Gibt's hier keinen Ort, den dieser Bruch nicht zerstört hat? So. Irgendwo vielleicht. Starten. Ja. Niemand hier. Kein Schwein zu sehen. Wo zum Teufel sind alle hin? Das ist eine gute Frage. Dann müssen wir eben weitersuchen. Ich gehe extra noch nicht rein. Noch ein kurzes Stück. Du bist ein tolles Navi. Mach nur weiter so. Aber gerne. Auch wenn ich nicht die geringste Ahnung habe, was das bedeutet. Adelstein? Kriegen damit, warte mal, so läuft die. Ja.
Ausrüstungsstattung? Nee. Bereit? Und ich frage, wollen die wieder, oder? Du bist zu nah, verfliegst noch eins. Nicht meine Schuld, dass die mir immer auf die Pelle rücken. Alles klar. Ja. So, aber hier waren wir eben schon. Ja. Da noch. Noch ein Pornstein. Einfach irgendwo runterspringen mag die. So, jetzt müssen wir eigentlich alles haben, außer das da oben. Etwas gefunden? Noch ein Strahlstein. Nicht kaputt. So, dann gehen wir mal rein ins gute Stübchen. Hier sollten wir in Sicherheit sein. Gut, ich bin fix und alle. Atia besteht aus vier Reichen, die von jeweils einer Tanta. Ich verstehe schon, warum die Tante sagt. Reagiert wird im Norden liegt Junon mit üppigen, fruchtbaren Wäldern. Im Osten ragen die Berge Brennost, Gen Himmel. Jetzt schweift das Auge über die weiten Ebenen Visorias zum Horizont. Und im Süden funkeln die Gewässer Arulat. Och, können die nicht einfach Hamburg, München? Gewässer Arulat. In der Sonne zumindest war es so, bevor die Verderbnis der Land Elend und Zerstörung brachte. Das hatten wir schon. Die haben wir schon. Ich bin so gut. Atia war früher leicht, seine Kraft und Lebensfreude sprühte. Doch dann kam die Verderbnis vom ersten Tag an, war klar, dass für die einst sorglosen Einwohner nichts beim Alten bleiben würde. Wer davon berührt wurde, war für immer verloren. Wer das Glück hatte, zu entkommen, musste Hab und Hütte aufgeben und nach Kipital flüchten. Ah, das Kipital. 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 Den einzigen Ort, der noch sicher war. Und der einzige Ort, der noch sicher war, so glaubte man zumindest. Naja. Kapital. Kapital. Deshalb. So. Zeit zum Ausruhen. Gegner können diese Gebäude nicht betreten, also kannst du hier unbehelligt eine Pause machen. Benutze das Bett, um dich auszuruhen und deine Trefferpunkte wiederherzustellen. Ach, ah, geil. Ich hab's mal hin. Ich guck mich erstmal um. Immer erst umgucken. So, aber eigentlich haben wir dann das ganze Dorf erkundet, alles soweit gelootet. Warte mal, das ist der Reif. Jetzt gucke ich mal gerade, was war denn im Inventar? 6 Heiltränke, 8 Bohrensteine, 6 Nadelsteine. Also waren schon ein paar Sachen, wie das hier zum Beispiel, das war ganz oben vom Dach. Salbenlein, Raps, Morschus. Und die Münze. Die ist ja schon mal Zahlungsmittel. Himmelsketten. Man weiß halt nicht, wie selten die Münzen sind. Gell? Wenn ich natürlich jetzt bei jedem Mob Münzen finde, war es nichts Besonderes. Aber Stand jetzt für mich ja. Da haben wir 3 Splitter von. Pleikern. Schon einen von dann. So, dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit der Folge. Ich werde mich einmal hinlegen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In dem Sinne, vergesst nicht, ein Like da zu lassen und gerne ein Abo. Und in dem Sinne, ciao, ciao.